Ich erwache jeden Morgen mit dem Gedanken, welcher Teil von mir wird heute nicht funktionieren. Ja, wir sind Passagiere auf Booten, die langsam sinken. Dein sinkt langsam? Bei mir geht's runter wie bei der Titanic. Was macht dein Liebesleben? Triffst du noch diese, wie hieß sie nochmal, Triscuit? Tristin. Und nein. Oh, das ist aber schade. Sie war irgendwie süß. Wir hatten nicht viel zu reden. Sie war halb so alt wie ich. Also halb so alt wie du ist immer noch alt. Leck mich, Norman. Rechne es nach. Du hast einen Besucher. Ah, Sandy. Hey, Süße. Hör zu, wenn ich nicht mehr bin, wirst du dich dann um Norman kümmern. Ich? Ja, du bist sein bester Freund, richtig? Ich weiß nicht, bin ich das? Nein, aber widersprich ihr nicht. Ich verspreche es. Jetzt hör mir mal zu. Wir haben alle Angst, weil diese Scheißwelt einem Angst macht. Aber wir kommen da durch, weil wir nicht allein sind. Wen sollte ich schon haben? Mich, du Vollpfosten! Baby, hold on to me. Hör schon auf, Norman. Du bist nur deprimiert. Das geht vorbei. Es geht vorbei. Meine Arbeit macht mir keinen Spaß mehr. Und ich habe gerade meine Tochter in die Entzugsklinik gebracht. Dad! Ich will nicht hierbleiben! Ich schaff das! Fahr einfach weiter. Übrigens bist du hier nicht der Einzige, der Probleme hat. Was hast du für Probleme? Du hast was mit dieser Lisa. Ich meine, bist du verrückt nach mir? Du bringst mich zum Lachen. Das ist ein Anfang. Du hast eine Schauspielschule, eine wunderbare, liebevolle Tochter. Wo bist du gewesen? Ich war auf dem Klo. Schon wieder? Ist irgendwas? Es ist gar nichts. Ich glaube, er hat irgendwas mit seiner Prostata. Es tut weh, Mensch zu sein. Es tut verflucht weh. Und all das Entdecken der Welt lässt den Schmerz nicht verschwinden. Denn Mensch zu sein und verletzt zu sein sind zwei Seiten einer Medaille. Wie war dein Tag? Ein merkwürdiger kleiner Mann hat mir seine Finger in den Arsch gesteckt. Wir zwei sind ein Team. Ich beneide dich.